Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind heute mal nicht in Deutschland und nicht auf Bunkersuche, sondern wir schauen uns eine verlassene Mine an, ein altes Bergwerk. Und wir hoffen natürlich, dass der Eingang frei ist und wir reinkommen. Und ja, was uns da erwartet, keine Ahnung. Ob wir bis zum Ende kommen, auch keine Ahnung. Ihr werdet es auf jeden Fall miterleben. So Leute, wir sind jetzt rein in die Mine. Das ist der Eingang. Und so sieht das. So sieht das aus. Auf jeden Fall alles sehr vertrauenserweckend. Oder? Alessandro, sieht vertrauenserweckend aus, oder? Ja, sehr vertrauenserweckend. Sehr gut. Dann gehen wir mal. Schaut euch das mal an. Richtig gut. Hier bricht schon der Schutz ein. Wir gucken mal hier durch. Boah, da sollte man auf jeden Fall nicht durchgehen. Da ist schon gut runtergekommen und wir bewegen uns mal wieder schnell hier raus. Hier auch verbrochen. Eine Liebeschaukel. Boah, das sieht auch gut aus. Ja, krass. Oh, hier ist schon warm, ne? Eine Schaukel? Ja. Boah, ist das die Nebel hier. Krass, Leute. Macht das nicht zu Hause nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Leute, wie ihr seht, die Nummer hier ist definitiv kein Spaß. Es gibt Leute, die schaukeln tatsächlich hier. Ja? Gerne, ich auch. Unnormal. Guckt euch das mal an. Das ist die Wetterung, oder? Damit da unten Sauerstoff ist. Wo lang müssen wir? Ah. Wo lang müssen wir? Alles klar. Alessandro, sollen wir nochmal zurück? Sollen wir nochmal zum Auto? Ein Stein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss man wirklich aufpassen. Nicht dein Ernst. Wir sind schon da, ne? Leute, das ist der Grund, warum ich hier bin. Alessandro? Was? Alter. So. Vielleicht ist das mein letztes Video. Vielleicht werde ich hier heute sterben. Oder werden wir heute sterben? Ja, ansonsten, ich liebe meine Mutter, ich liebe alle. Ich hoffe, der kann keine Wechsel dann nur weiter. Jürgi! Ja? Achtung! Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Also ich fahre im Auto. Wie ich sagte, du kannst dich nicht ausruhen, du kannst dich so stellen. Ja. Alessandro? Hä? Komm her! Nee, ich will nicht mehr. Du musst mal gucken. Jürgi, das hast du mir nicht so gesagt. Doch, hab ich dir. Ich hab's dir 1:1 so gesagt. Du musst vielleicht einfach nochmal mitkommen. Was willst du noch irgendwas sagen? Weil die Speicherkarte wird das überleben. Lebt wohl. Sicher, sicher. Du hast du schon mal die getestet und eingestellt? Ja, die war gut. Mit der Musik. Kameraführung, mein Freund. Du musst.
Schau mal, die Bauchkette. Leute, wir schaffen das. Genau wie die Frau. Haben wir auch geschafft. Ich liebe dich. Definitiv. So oder so. So oder so. Ist schon ein bisschen anstrengend, ne? Auch das Runtergehen ist anstrengend. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Arme trainieren, meine Unterarme. Hast du nicht? Nee. Weil ich nur meine Beine den Fokus hatte. Ich mache hier nochmal eine kleine Pause. Huh. Über dir. Alter, ist das anstrengend. So, und da sind wir gerade runtergekommen. Ich zeige euch das mal. 100 echte Meter. Man kann nicht bis nach oben gucken. Guckt euch das mal an. Unvorstellbar. Und der Aufzug ist irgendwann mal runtergekommen, hat er gesagt. Seit ein, zwei Jahren. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt ins Bauwerk rein, oder? Ja, schaut euch das mal an. Schon ultimativ, was man hier sieht. Da vorne ist ein Steinrüttler, oder? Wie nennt man die Dinger? Wir gehen auch hier lang, oder? Nee, wir nicht, aber ja. Wow. Schaut euch das mal an. Scheint so ein Rüttler zu sein. Kenne mich mit Minen gar nicht aus. So, meine Arme zittern auf jeden Fall. Aber die GoPro sollte das hinkriegen. So, da wir hier gleich nicht lang gehen, will ich mir auf jeden Fall einmal die Mine in diese Richtung auch anschauen. Ja, ultimativ. Oh, guckt euch das mal an, wie riesig das ist. Da hinten kein Ende zu sehen. Eine alte Lore. Und da geht es noch weiter. Einmal ganz kurz erklärt. Ich habe mir gerade von unserem Führer erklären lassen, wofür es wahrscheinlich gewesen ist. Ihr habt oben die Löcher gesehen, die zwei Schächte, wo wir gerade die Steine runtergeworfen haben. Die Steine sind dann hier angekommen, sind natürlich aufgrund der Höhe und des Ausschlagimpulses gesprengt worden. Darüber hinaus gab es aber hier noch so einen Rüttler. Und dieser Rüttler hat dann die Steine noch feiner zerkleinert. Und die wurden dann hier über die Loren abtransportiert nach oben. Ja, schaut euch mal an, was für ein Gerümpel hier rumliegt. Boah, unvorstellbar. Hier ist das andere Loch. Genau, das ist das andere Loch. Boah, let's go, Leute. Wie weit haben wir jetzt ungefähr? 20 Minuten, hattest du gesagt, ne? 40 Minuten. Ja, also immer geradeaus. Das wird natürlich jetzt nicht ganz so spannend sein für euch. Deswegen werde ich euch noch ein paar Sekunden mitnehmen auf die Reise und dann werde ich mich wieder melden, wenn wir spannende Elemente und spannende Weggabelungen sehen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Maschinen hier drin. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Also Leute, wir haben auf jeden Fall auch Messgerät mitgenommen. Eins von Dräger, kein Billiggerät, kann O2 und CO2 messen. Fährt einen gewissen Zeit auch hoch, kalibriert sich und ich glaube CO2 wird mit Infrarot gemessen und Sauerstoff hat einen eigenen Sensor, der muss auch alle zwei Jahre ausgewechselt werden. So 20,9% an Sauerstoff, alles easy, das sieht sehr gesund aus und ich würde vorschlagen, wir gehen weiter.
Also das war die Turbine für die Tunnelbelüftung. Kabeldiebe waren schon da und haben vom Rotor und vom Stator das hochwertige Kupfer geklaut. Also ich wollte gerade versuchen, da hochzurennen. Aber schaut mal, es war ein bisschen viel Wasser und da habe ich das gelassen. Das Gute ist, es ist sehr windig hier. Das bedeutet, ich müsste eigentlich gleich wieder trocken sein. Also, wie ihr seht, Kollege hat es auch gerade bestätigt, das waren die die Leitungen für die Pressluft. Man sieht es ja auch noch, ne? Die Leitungen sind noch vorhanden. Und hier rechts oben war dann entsprechend die Beleuchtung dran. Alle paar Meter so eine Leuchtkanne. Und das Interessante, hier sind wirklich noch einige Details von damals. Auf jeden Fall mega spannend. Das Gute ist, hier gibt es überall Stollen für die Bewetterung. Hier sollte man nicht ganz so lange aufhalten, weil hier schon das Holz modert. Da können sich Faulgase bilden. Aber hier merkt man auf jeden Fall, dass Frischluft kommt. Und mit Sauerstoff etc. haben wir hier keine Probleme. Da sind wir jetzt ungefähr, ich würde sagen, so 13, 14 Minuten lang gelaufen. Und er sagte insgesamt 20 Minuten. Also ich denke, dass wir noch 6, 7 Minuten brauchen. Also sieht nett aus hier, aber Schimmel. So, Luft anhalten und wegducken. Aber wunderschön, oder? Wunderschön. Guckt euch das mal an. Boah, krass. Riesige Sporen. Total abnormal sieht das aus. Krass. Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung? Ich habe meine Menstruation gehabt. Alter. Ich habe meine Menstruation gehabt. Ich sehe es. Heftiges Bauwerk. Ist das eine Kettensäge hier? Luftdruck betrieben, Pressluft betriebene Kettensäge. Steck mal dein Ding rein. Das müsste passen. Passt nicht. Sicher? Also nicht. Jetzt übertreibt man nicht. Ich würde sagen, die passen definitiv. Mach mal eben. Nee, passen nicht. Ach? Wir müssen ein größeres Loch bohren. Leute, also wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir noch Maschinen sehen. Also echte Maschinen. Gerade haben wir natürlich Presslufthammer und Co. gesehen. Schaut euch das mal an. Mega. Hier ist der Stempel. Krass, riesengroß. Krasser Zustand. Und da geht's lang. Boah, die Taschenlampe. Ich habe schon die Marauder. Die hat selbst hier Probleme, das auch alles auszuleuchten, damit das hier auf der GoPro gut zu sehen ist. Wirklich gut. Ne, Lore. Hier ist eine richtige Lore. Mit den Steinen. Und da ist eine Tunnelvortriebsmaschine, würde ich sagen. Aber ich kenne mich ja, wie gesagt, 0,0 mit diesen Gerätschaften aus. Ja, könnte auch ein Rüttler sein. Oder das ist so ein Ding, wo man die... Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Absolut keine Idee. Könnte aber sein, so ein Greifer, so eine Schaufel, die nimmt das hier rüber und tut es dann hier in die Lore, ja. Also so ein Schaufelbagger oder so, keine Ahnung. Sowas wird es wahrscheinlich sein. So. Und hier gehen wir weiter. Schaut euch das mal an. Unglaublich. Also wir haben jetzt jeder drei Taschenlampen mitgenommen. Meine GoPro ist mit am Start mit zwei Akkus. Mal gucken, ob das auch alles ausreicht. Ein Handy habe ich mit dabei. So, dass wir auf jeden Fall ausreichend Energie auch haben, falls meine Marauder dann irgendwann nachlässig
wird, dass wir genug Licht haben. Kompressor. Das ist wahrscheinlich um. Schaut euch das mal an. Hallo? Hi, ist für dich alles nochmal. Okay. Dankeschön. Servus, ja. Wir kommen gleich. Ah, okay, ja, dann lass uns beeilen. Bisschen Spaß muss natürlich auch sein. So, da haben wir wieder so einen Rüttler. Eine Lore. Komplett verrostet und vergammelt. Das Wasser sammelt sich schon hier. Boah, wir sind, keine Ahnung, wie lange wir schon hier unter Tage sind. Ich denke 2,5 Stunden bestimmt schon. Und jetzt kommen die geilen Sachen. Hier auch wieder so ein Bagger oder wie das sich das nennt. Alter Werkzeugkasten. Allerdings nichts drin. Schaut euch mal an, was ich da entdeckt habe. Eine Tür. Oh, was ist das denn hier? Das ist ja gruselig. Gut, dass ich kein Polnisch kann.